Ja, herzlich willkommen. Ich habe jetzt mal schon versehentlich weitergemacht mit dem zweiten Teil des Tutorials mit den Schlachtflugzeugen. Also wir spielen natürlich wieder War Thunder. Ja, das erste, was er gesagt hat, hat er nicht mitbekommen. Momentan fliegen sie ein Schlachtflugzeug. Damit können sie Bodentruppen unterstützen. Oft sind Schlachtflugzeuge mit leichten Bomben, ungelenkten Raketen und Kanonen bewaffnet, um Bodenziele auszuschalten. Ja. Wenn jetzt Raketen sind, dann sind wir gearscht. Da muss ich mal nochmal schnell in die... Begeben Sie sich zum Weg. Steuerung. Eben schnell. Maussteuerung. Nickachse, das haben wir. Ach ja, Flaps. Ja, da passt schon, von da auf. Geht, da passt auch nichts. Rakete abfeuern. Das machen wir mal mit. Ja, mit was denn? Mit R. Ersetzen. So, Waffen. So. So, fast wieder eine Russenmaschine mit Raketen bei. Jäger und Schlachtflugzeuge können Bomben aufnehmen, die sie im Sturzflug auf Bodenziele abwerfen. Ja. Das wissen wir. Das Bombenzielgerät zeigt an, wo die Bomben einschlagen werden. Ja. Sie erwischen ein Ziel nur, wenn es sich genau mittig in ihrer Zielansicht befindet. Ja, früher war relativ einfach. Die Ansicht färbt sich rot, sobald das Ziel im Visier ist. Werfen Sie die Bomben ab. So, eine Bombe. Früher war das wesentlich einfacher zu bombardieren, aber dann wurden später mal die Bomben ganz schön vermindert worden. Flugzeug hat auch ungelenkte Raketen geladen. Da Raketen eher ungenau sind, feuern sie am besten mehrere auf einmal ab. Zerstören Sie die Fahrzeuge mit MGs, Bomben oder Raketen. Ja, dann werde ich mal weiter im Tutorial arbeiten. Was haltet ihr davon, hä? Ich wusste, dass ihr das mögt. So, nämlich da bekommen wir ein paar Belohnungen. Grundlagenkurs Bomber. Früher war das Tutorial noch mit amerikanischen Maschinen mit einer schönen P-Shooter. Ah, mit einer PE-2, glaube ich, ist das. Oder
AR-6? Ach, ich hab keine Ahnung mehr. Bomber können schwere Bomben laden, mit denen sie großen Schaden in einem weiten Umkreis anrichten. Bomber fliegen nach oben, wo sie vor Flakfeuer und feindlichen Jägern geschützt sind. Mit dem Bombenzielgerät treffen sie ihre Ziele viel leichter. Zwischen den verschiedenen Ansichten schalten sie mit Ansicht umschalten hin und her. Drücken Sie zweimal auf Ansicht umschalten, um zur Bombenzielansicht zu gelangen. Erneut drücken, um zur Beobachterperspektive zurückzukehren. Sie können auch direkt zum Bombenzielgerät wechseln. Drücken Sie dazu die Taste Bombenzielgerät. Wenn jetzt F12 kommt, dann muss ich wieder wechseln. Verbleibender Bomben wird in der oberen linken Ecke angezeigt. Werfen Sie Ihre restlichen Bomben ab. Habe ich ja schon erledigt. Naja, ob das so stimmt war, dass ich da wirklich so getroffen habe, bezweifle ich. Schutzkanzeln am Flugzeug helfen Ihnen bei der Verteidigung. Benutzen Sie die Taste Feuer, um feindliche Flieger abzuschießen, und denken Sie an die Führungswinkelanzeige. Ja, das macht ihn auch wie immer. Hallo? Der Feind wurde zerstört. Ihre Mission ist abgeschlossen. So. Was bekommen wir jetzt für eine Belohnung? Wir sind jetzt die Tutorien durch hier. 5000. So. Ausbildungskurse. Ich glaube, diese fortschrittlichen sind etwas... Naja, sagen wir mal für... mit Dings da. Ach, ne. Naja, gucken wir mal. Jetzt sind wir schon zum vierten Teil des Grundlagen-Tutorials. In dieser Mission können Sie Ihre Start- und Landefähigkeiten testen und verbessern. Um zu starten, muss Ihr Flugzeug eine... Schieben Sie den Gas... Das Flugzeug beschleunigt. Achten Sie auf die Geschwindigkeit. Das Flugzeug ist jetzt schnell genug. Zeit zum Abheben. Fliegen Sie zum markierten Wegpunkt. Bei Missionen können Sie auf Flugfeldern landen, um das Gebiet einzunehmen oder Ihr Flugzeug zu reparieren. Zum erfolgreichen Landen müssen Sie das Flugzeug stark abbremsen. Beschleunigung auf 3...
Mappen Sie das Fahrgestell aus. Fliegen Sie zur Mitte des Wegpunkts. Bei Missionen müssen Sie auf zum erfolgreichen Landen müssen Sie das Flugzeug stark abbremsen. Ja, da war ich gerade etwas schnell. Fliegen Sie zur Mitte des Wegpunkts. Manchmal, eigentlich habe ich schon gerne, dass ich schon vorher relativ auf. Je langsamer das Flugzeug wird, desto schneller kann es sich bei ruckartigem Bremsen überschlagen. Lassen Sie die Taste Radbremse los, damit Sie keinen Unfall bauen. Ach ja, die Spitzfeier, die hat gerne so ihre Sachen. Ich bin gerade am Überlegen, ob man es wagen könnte, auf Vollbildmodus zu stellen. Nämlich. Abbrechen, bin nicht in der Schlacht. Spieloptionen. Grafik. Ja, ich bin nur mit hoch bei. Naja. So. Jetzt nimmt er noch auf und alles. Ah, zu wunderprächtig. So. Ausbildungsmissionen weiter. Mit der Steuerung des Panzers diesmal. Ja, mal was anderes als ein Flieger. Ja. Willkommen auf einem der Übungsplätze von War Thunder, Kommandant. Hier lernen Sie, wie Sie ein Landfahrzeug steuern können. Setzen Sie Ihren Panzer nun in Bewegung. Folgen Sie jetzt den Wegpunkten zur Schießbahn. Oh, ganz schön am starke Bremsung. Rechts unten sehen Sie eine Minikarte, auf der Ihr Panzer als Pfeil zu sehen ist. Darauf sehen Sie auch die Positionen Ihrer Feinde und Verbündeten mit Symbolen. Ihr Gegner, ein Trainingsziel, ist diesmal das rote Symbol auf der Karte. Die Symbole Ihrer Verbündeten sind blau eingezeichnet. Bewegen Sie den Mauszeiger über den markierten Panzer. Warten Sie, bis sich der Turm des Panzers weiter zur Seite gedreht hat und sich Ihr Zielvisier mit dem Zeiger überschneidet. Wechseln Sie auf das Zielvisier des Richtschützen. Ach, ist da langsam. Eine bessere Sicht auf das
weiße Hilfskreuz in der Mitte des Bildschirms zeigt Ihnen an, wo die Granate nach dem Abfeuern aufschlagen wird. Es wird rot, wenn das aktuelle Geschoss die lokale Panzerung nicht durchschlagen kann. Bei gelber Farbe besteht wenigstens eine kleine Chance auf einen erfolgreichen Durchschlag. Bei grüner Farbe können Sie die Panzerung in der Regel problemlos durchschlagen. Je nach Panzerungsstärke des Ziels ändert sich die Farbe dieses Hilfskreuzes. Einer der besten Wege, um einen Panzer unschädlich zu machen, ist das Ausschalten der Besatzung. Zielen Sie auf die Mitte des Panzers. Wenn ein Geschoss eine Panzerung durchschlägt, der feindliche Panzer gilt als zerstört, wenn weniger als zwei Mannschaftsmitglieder an Bord sind. Aha. Ausgezeichnet. Wäre dieser Panzer bemannt gewesen, würde seine Besatzung nun in ernsten Schwierigkeiten stecken. Wechseln Sie auf die Außenansicht. Ein weiterer effektiver Weg zur Zerstörung oder zumindest zum Lahmlegen eines Panzers ist, bei den meisten Panzern liegt der Motor im Heck. Zielen Sie auf das Heck des hervorgehobenen Panzers. Wechseln Sie zur Ansicht des Richtschützen und feuern Sie auf den Motor des Panzers. Sollten der Motor, die Munitionsreserve oder der Treibstofftank beschädigt sein, könnte das zu einer Explosion oder einem Brand führen. Gute Arbeit. Nun müssen Sie einen echten Kampfauftrag ausführen. Erobern Sie einen strategischen Punkt. Über dem Eroberungspunkt befindet sich eine Markierung. Eine weiße Färbung gibt an, dass es sich um einen neutralen Punkt handelt. Fahren Sie jetzt in die Eroberungszone. So, dann wollen wir mal dahin fahren. Erobern Sie den Punkt, in dem Sie in die Eroberungszone fahren. Sie erkennen die Grenze der Eroberungszone an der Bodenmarkierung in Form einer weißen Linie. Ihr Panzer hat den angezeigten Punkt erreicht. Eine Eroberung ist allerdings nicht möglich, da sich darin noch feindliche Fahrzeuge befinden. Zerstören Sie den feindlichen Panzer. Großartig! Sie haben den Feind vernichtet und können jetzt die Zone erobern. Warten Sie, bis die Farbe der Markierung auf Blau wechselt. Eine Nachricht wird Sie darüber informieren, dass Sie diese Zone erobert haben. Die Markierung der Eroberungszone ist so. Das Erobern von strategischen Punkten bietet eine Möglichkeit, eine Schlacht für die eigene Seite zu entscheiden. Wenn Sie mehr strategische Punkte als erobern, verliert das andere Team Tickets. Verliert das feindliche Team alle Punkte, ist Ihnen der Sieg fast schon sicher. Behalten Sie daher stets die strategischen Zonen im Auge. Hervorragend, Sie haben gewonnen. Jetzt sind Sie ein wahrer Panzerfahrer. So. Dann mal weiter, ne? Wie lange nehmen wir schon auf? Ach, egal. Wird jetzt weiter ohne Rücksicht jetzt erstmal weiter aufgenommen. Ausbildungskurse. Wenigstens den einen Kurs will ich noch und bei der nächsten Aufnahme werde ich dann die fortgeschrittenen Kurse mal versuchen. So, Grundlagen. Kurs Bedienung des
Hauptgeschützes. Ah. Schlecht gelesen. Willkommen zum zweiten Teil des Panzerkampf-Tutorials. Drücken Sie eine beliebige Schaltfläche, um fortzufahren. Haben, kann ein Durchdringen durch eine feindliche Panzerung recht schwierig sein. Bewegen Sie jetzt den Cursor über den angezeigten Panzer. Oh, ne? Dieser Panzer hat seine Frontpanzerung auf Sie ausgerichtet. Der Panzerungsschutz ist hier in der Regel am größten. Wird das Hilfskreuz grün, können Sie sie dennoch durchschlagen. Suchen Sie nach einer Schwachstelle in der Frontpanzerung und zerstören Sie den Panzer. Schwachstellen in der Panzerung sind zum Beispiel Sichtfenster für den Kommandanten und Fahrer. Halten Sie die Schwachstellen unter Beschuss, um die internen Module des Panzers zu zerstören. Ausgezeichnet. Zielen Sie jetzt auf den anderen, in der Nähe stehenden Panzer. Oh. One-Shot-Kill. Denn hier was? Man sollte ja auch mal zoomen, ne? Natürlich werden sich im Spiel die Gegner auch so hinstellen. Gut geschützt. Hauptkerngeschosse, APCR, helfen in der Regel bei der Bekämpfung von schwer gepanzerten Zielen. Die aktive Munitionsart wird mit dem nächsten Nachladevorgang geladen. Feuern Sie daher nun einen weiteren Schuss ab. Schalten Sie diese Munitionsart nun aktiv. Sie haben auf Hartkerngeschosse APCR gewechselt. Diese Geschosse können beinahe jede Panzerung durchschlagen, richten allerdings weniger Schadenswirkung an. Damit können Sie nun beispielsweise auf die Munitionsreserven des Zielpanzers schießen. Gute Arbeit. Fahren Sie jetzt zur nächsten Schussposition. Aber wir haben auch weniger Munition davon. Weniger Hartkerngeschoss. Ups. Einer ballistischen Kurve und Ihr Fadenkreuz gibt an, wohin das Geschütz zielt. Wenn Sie mittels dieses Fadenkreuzes auf ein entferntes Ziel feuern, wird das Geschoss sein Ziel nicht erreichen und vorher aufschlagen. Wenn Sie also auf ein entferntes Ziel feuern, müssen Sie den Winkel Ihres Geschützes ein wenig höher ansetzen. In Arkadeschlachten gibt es glücklicherweise das bekannte Hilfskreuz, das stets die tatsächliche Einschlagstelle des Geschosses anzeigt. Bewegen Sie das Hilfskreuz nun über das Ziel. Bei einer korrekten Zielausrichtung sollte es grün aufleuchten. Zerstören Sie die feindlichen Panzer. Das haben wir hier bravourös erledigt. Donnerschuss. Hervorragend, Sie haben gewonnen. Jetzt sind Sie ein wahrer Panzerfahrer. Geschütz geladen. Ja. Naja. Das wollen wir ja mal feststellen. Ich habe so meine Zweifel. So, und damit machen wir mal wieder Pause mit dem Einsammeln des Geldes und sehen uns beim nächsten Mal mit dem fortgeschrittenen Training.